Hallo? Hallo? Hallo! Jetzt fliegen wir bei Tag Flugzeug. Oh nein, wir stürzen ab. Was für eine Überraschung. Herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play The Forest. Ein neues Update ist draußen, und zwar das 0.08D. Ja, super. Es lohnt sich aber auch nicht wirklich hier großartig was anzufangen, denn Montag, und heute ist Samstag, Montag kommt das nächste Update. Und zwar das Multiplayer-Update. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier nicht einfach sagen soll, hey, ich mache jetzt bis Montag kurz Pause. Und Montag geht's dann einfach weiter. Und ihr Gesicht sehe ich zum ersten Mal. Autsch, das sieht ungesund aus. Mädchen, du musst nicht so liegen. Wir sind wieder irgendwo und nirgendwo gelandet. Na geil. Yay, eine Taschenlampe. Yay, ein Stein. Tja. Ich glaube, ich nehme einfach zwei Folgen auf, indem wir einfach nur Scheiße bauen oder sowas. Denn was zu bauen lohnt sich ja nicht wirklich. Wenn Montag das nächste Update kommt. Guck mal, ein Waschbär. Verdammt. Ich meine. Das wollte ich natürlich nicht. Ich bin ausgerutscht. What? Warum sind hier so viele Waschbären? So, in meiner übermäßigen Intelligenz habe ich natürlich vergessen, den Timer anzustellen. So. Wo zum Fix kommen die Waschbären her? Kann ich die essen? Kann ich dich essen? Halt, bleib stehen, bleib stehen! Frühstück, lauf nicht weg! Na super. Wäre hier schon wieder abgestürzt. Kann ich hier nochmal rein? Achso, jetzt ist von unten, jetzt ist kaputt. Jetzt ist zu spät. Tja, also Montag kommt dann das Multiplayer-Update, wo man dann endlich Koop-Modus und so starten kann. Mal schauen, vielleicht finde ich ja irgendjemanden, der mit mir The Forest spielen will. Mann, schon wieder abgestürzt. Scheiße. Na, guck mal, eine Filmkamera. Entwickler, ich will diese Filmkamera aufheben können. Sofort. Egal was, Hauptsache sie ist irgendwie da. Wir können uns mal so Medizin einwerfen. Noch eine Filmkamera, noch eine, und ich kann die alle nicht nehmen, das ist so unfair. Ich mag Filmkameras. So, ja gut. Wir schleichen einfach mal durch die Wälder hier. Alter, schon wieder diese Waschbären. Ein Speer. Hier ist Deich, können wir schwimmen gehen.
Warte mal, dieser Teich, der müsste doch. Moment, ich erinnere mich, glaube ich, an diesen Teich. Okay. Von welcher Seite war das? War das hier oder war das hier? Ich glaube, es war diese Richtung. Also müsste in dieser Richtung irgendwas sein. Theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Was ja ab und zu mal vorkommt, müsste in dieser Richtung ja irgendwas sein. Was wir schon kennen. Die wir es schon kennen. So, schauen wir mal, wer auf der lauert. Mann, aber den Baum hier kenne ich auch. What you want? Deine Zähne sammle ich ein und hänge mir um den Hals. Der Kopf auch. Das nennt man dann Recycling. Ist das eine Ratte oder ist das ein Hase? Nein, das ist ein Hase. Sah eben aus wie eine Ratte. Ach, guck mal, schon wieder ein Waschbär. Kann ich dich jetzt endlich mal umhauen? I'm angry. I'm so angry like the birds. Birds, birds. Ach, guck mal. Sag ich doch. Hier in der Nähe waren wir schon mal. Da war sogar was. Zum Beispiel dieser Baum. Und eine random Felswand. What the fuck? Warum ist hier eine Felswand? Tch, I don't care. So. Ah. Gibt dann wohl mehr als einen von diesen Bäumen. Schade. Ich dachte, jetzt hätte ich hier so total den geilen Orientierungssinn und so, aber nö. Ist dann einfach nö. Oh. Da vorne ist eine Yacht. Was Mädchen. Und ein toter Typ. Toter, zerschnitzelter Typ. So, umschauen. Ih. Wo stehe ich? Na egal. So. Kleiner Hai. Naja, wenn doch, ist ja eigentlich scheißegal. Das hier wird sowieso kein dauerhafter Spielstand. Hab ich irgendwie so im Gefühl. Da vorne sind Haie. Aber ganz weit weg. Ganz weit weg und sehen mich nicht. 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 Schwimm schneller! Schwimm schneller! Oh Gott, drei Stück! Aber sie sehen mich nicht. Aha! Haha. Komm jetzt mal bitte hier rauf. Hallo? Ich komme hier nicht rauf. Scheiße! Wieso komme ich hier nicht rauf? Na, Hauptsache, ich kann von hier alles nehmen. Ah, na, es geht doch. Und ein Schädel. Okay, wir haben eine gute Axt, wir haben ein paar Flares, wir haben ein Seil, wir haben irgendwas anderes, was ich gerade nicht gesehen habe. Sonst noch was? Noch ein paar Seile oder so? Nö. Nö, das war's. Juhu. Okay, was haben wir? Also Flair, Speer, Feuerzeug haben wir, eine Kassette. Ach, hier, guck mal, das Ding wieder. Drei Flares, ein paar Füße. Füße. Und ein Buch. Wobei ich mich gerade frage, wieso hat jemand einen Survival Guide dabei? So. Ach du Scheiße. Ich könnte schwören, die Haie waren aber eben noch einen dicken weiter weg. Na komm hoch da. Nein! Oh Scheiße. Ah, jetzt muss ich hier wieder durchkommen. Es ist so schwer, da durchzugehen.
Ha, ich bin durch. Wie durchgekommen? Haben wir nur einen Stock? Na geil, wir haben nur einen Stock. Ich könnte eventuell noch einen zweiten Stock vertragen. Wirft man den Speer eigentlich oder ist das nur so... Ich überlege gerade, wie ich die Haie loswerden kann, deswegen. So. Verdammt. Ja, scheiße, ich glaube, ich krieg die Federn gar nicht. Naja, ich habe immerhin 7. Reicht ja schon fast für ein paar Pfeile. Problem ist nur, ich habe nur einen Stock. Oh, hallo. Hi. Gutes Fischili, gutes Fischili. Was für eine Scheiße habe ich mich hier eigentlich wieder eingelassen? Was war denn eigentlich diesmal für eine Kassette? Stronghold. Ach, okay, das ist die ganz laute. Bei der ich letzte Folge am Ende noch ein paar Untertitel mit reingehauen habe. Weil ich Angst hatte, dass man das sonst nicht versteht. Was ich da noch sage. Und da ist mir aufgefallen, was für eine Scheiße ich hier eigentlich die ganze Zeit rede. Ja, also, das Ding hier ist betriebsunfähig. So eine Scheiße. Sonst hier einfach mal mit der Yacht rumcruisen und dann nichts wie weg hier oder so, aber das geht ja nicht. So, und jetzt sind da zwei Haie im Wasser. Jetzt komme ich hier nicht lang. So, Moment, lass mal überlegen. Wie kann ich diese Haie umgehen? Warum sind da nur zwei? Ich will wissen, wo die drei sind. Irgendwie ist gerade keiner da. Einer ist da. Die anderen beiden sehe ich nicht. Ohne Feder. Ja, wo sind die anderen beiden? Ich habe keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Oh, Feder, 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 Feder. Jetzt sehe ich diesen einen noch nicht mal mehr. Kann ich mal bitte auf die Füße? Auf die Knie? Nein. Es waren mal drei Haie. Und ich hatte keine Ahnung, wo sie sind. Doch, jetzt sehe ich wieder den einen da. Ich sehe die anderen beiden nicht. Soll ich einfach mal den Sprung ins kalte Wasser wagen? Ja, aber erst wenn der wieder wegschwimmt. Dann versuche ich dort vorne hinzuschwimmen. So, irgendwann. Jetzt! Schwimmen. 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 Das sieht ja aus wie der Slenderman. Schwimmen. 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 Keine Haiflosse in Sicht. Schwimmen, 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 schwimmen. Ich kann meinen Puls fühlen. Ohne, dass ich hier irgendwie Hand an Ader lege oder so. Oh, scheiße, der kommt näher. Scheiße, scheiße. Schwimmen, 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 schwimmen. Okay, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Puh. So. Gut. Das hätten wir dann auch geschafft. Sicher an Land. Naja. Jetzt bin ich endlich auch mal Haien begegnet. Haien begegnet. Dieses Spiel hat mich paranoid werden lassen. Verdammt. Warum kann es hier keine Pistolen geben? Dann ziehe ich einfach die Knarre und dann schieße ich hier alles weg, was mir irgendwie in den Weg stellt, wenn ich die Nerven verliere. Ja, nein. Das Ding muss nochmal überarbeitet werden. Oder ist es ein LOD? Level of Detail Ding. Dann muss nochmal in den Einstellungen geguckt werden. LODs sind ja dafür gedacht, wenn man da hinten in den Baum guckt, da sieht man, der sieht ja nicht so schön aus wie hier. Ja.
So, wenn wir jetzt näher kommen, dann sieht man ja irgendwie, dass der Baum sich verändert. Er wird detaillierter. Dann ändert sich einfach nur das Modell. Das eine ist nicht ganz so detailliert, das andere schon. Das nennt man dann Level of Detail. Davon kann man 7 machen, macht man normalerweise aber nicht. Nur so 3. Das eine ist dann für ganz nah dran, so wie dieser Baum. Das nächste wäre für weit ganz da hinten, nicht so ganz nah dran. Und der letzte wäre dann so, wenn wir ganz weit weg sind. Das ist einfach nur eine Textur in der Landschaft. So, jetzt habt ihr wieder was gelernt. Jetzt ist mein Bildungsauftrag erfüllt. So. Habt ihr jetzt Musik hier eingespielt, ihr Entwickler, oder wie? Ist das jetzt die Musik für irgendwas, das passiert? Ich bin irgendwo in der Nähe, oder ist es einfach nur Ambientmusik? Die klingt so ähnlich wie die im Titelmenü. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es Ambiente. Schön, dann ist es hier nicht mehr ganz so leise. Das heißt, wenn ich nichts sage, das ist wieder vorbei. Das heißt aber, wenn ich nichts sage, ist es ganz schön. Oh, ich habe da so einen Klumpen im Hals sitzen. Das ist so dieser komische Klumpen, der so im Hals sitzt, so irgendwie unterm Mund, den man irgendwie nicht runterwürgen kann, aber auch nicht hochziehen oder so. Das ist total ekelhaft. So, na gut, aber das soll es dann auch wieder gewesen sein für diese Aufnahme, wie schon gesagt. Gleich, also morgen kommt dann nochmal so eine ähnliche und Montag wird, dann schaue ich mal, ob ich da nicht irgendwie einen Partner finden kann, der mich dann hier unterstützen will, wenn das geplante Update, das Multiplayer-Koop-Update, dann hochkommt. Tja, also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschö.